Ja, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. In der letzten Folge haben wir diese Basis eingenommen. Jetzt nehmen wir diese Basis ein. Das habe ich mir eigentlich schon letztes Mal vorgenommen. Sevari ist auf dem Schlachtfeld erschienen und wird uns alle auseinandernehmen. Aber wir sind hier in dem Bunker drin, das heißt, wir sind unbesiegbar. Gut, so. Hier wartet noch ein großer Panzer und zwei, drei Fußleute auf uns. Wir haben wir schon irgendwie kaputt kriegen. Ach ja, da ist ja irgendwo eine Mine. Ich glaube, Rosie steht irgendwo mitten auf einer Mine drauf und die müssen wir erstmal entschärfen. Dafür haben wir Dallas geholt. Weil Herbert hat einen Unfall. Da wartet eine gesamte Armada darauf, diese Basis einzustürmen. Oh, Fancy's Woman. Oh. Ich bin ein Mädel. So, du kommst, glaube ich, sowieso nicht mehr dran, jemanden zu töten. Also, hi mal, Alicia. So, ich bin nicht durch. So, laut der Karte ist die Leiter ein bisschen weit hinten. Also, da hinten, ja. Dann kommt irgendwo hier hinten an. Da gefällt mir nicht. Oh, sie gehen mal vor. Ich hoffe, da in den Bunkern warten jetzt nicht noch irgendwo welche. Was? Was? Ah, Dallas! Mein Gott, was? Wer gerichtet mit sowas? Kann ich nicht in der Luft sprengen, also? Ja, das kann ein bisschen dauern. Bei meinem Glück trete ich in irgendeiner davon rein. Ich weiß ja nicht, wenn man einfach da reinrennt und die ganze Zeit X smasht, man die dann auch des Abend ist jetzt nicht so unbedingt ausprobieren. So, vielleicht schafft sie es sogar noch, irgendjemand zu töten. Ich glaube nicht, ja, anzukratzen, sag ich mal. Aber die ganze Links, die muss ich halt nicht auseinander nehmen. Oder den da vorne. So, dann gucken wir mal. Wer wartet denn da? Mein Gott, Sevaria sieht uns von da aus. Da muss man noch ein Dingen aufbauen. Für extra Sicherheit. Machen wir jetzt auch mal. Hey, was machst du denn hier? Wir haben uns ja schon seit Ewigkeiten immer gesehen. Oh gut. Wenn du mich jetzt nicht hinlegst. Wow, geil. Okay, ich glaube, das bauen wir jetzt nicht so, das Dingen. Ich muss nur noch irgendwie Lago es schaffen, von hinten da reinzukommen. Ich habe die Kommandopunkte reichen. Ich hoffe es wirklich. Oh, ich sehe schwarz. Sehr, sehr schwarz. Es könnte ein bisschen dauern, bis wir mit Lago da hinten ankommen. Aber soll's. Langsam und gemächlich reitet der Herr übers Feld. Große Krabi Pizza, ist die Pizza. Was? Komme ich jetzt darauf? So, gleich haben wir es. Aber vorher habe ich ja noch gesehen, da wartet jemand auf uns. Der muss nicht. Rosie, mach du mal. Du hast mehr Feuerkraft. Din, 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 din. Hi, na? So. Der Panzer denkt sich nur so, was? Okay, großer Panzer. Wir müssen nur dieses verdammte Ding da kaputt schießen und dann haben wir es. Veggie Maniac ist eine Ausdauerwelt. Verdammt, dann bringt mir das nichts. Was soll das eigentlich? So, Rosie, du kannst auch das Ding schießen. Gut. So. Tschüss! Jawohl. So muss das. Yes,
I'm the best. Schön. So, damit hätten wir es. Alicia, geh da rein und nimm das Ding ein. Warum Alicia? Warum nicht? Geil, so, Silvaria ist nur noch übrig. Aber gegen die können wir wenig machen. Gut gemacht, Leute. Na, was machst du dagegen, hä? Soll ich die mal abschießen? Nee, dann ballert die zurück, dann sind wir tot. Was soll der kaputt machen? Mache ich eigentlich. Ich hab verdammte Dinge ein. So, Mission abgeschlossen. Nach ungefähr 3-4 Parts. Noch länger gedauert, als ich gedacht hätte. Gut. わが陣がクリアブラルタか。よし。一体引くぞ。初戦としての成果は十分だ。殿下もお喜びくださるだろう。俺は。隊長。敵のバルキリアが交代していきます。助かった。 Es ist noch nicht vorbei. Ihr habt die Schlacht gewonnen, aber der Krieg ist noch lange nicht vorbei. Ironisch ist, weil wir schon lange Krieg haben. Super! Wir haben super B-Rank. Und wieder über 100.000 Dinger jetzt. Ja. Ja. Schön. Na gut, dann gucken wir uns noch die Katze an. Okay. Hey, dann sehen wir zum ersten Mal den ganzen Squad. Nein, warum? Ah, blablabla. Es steht bei neuer Alicia, darf nicht wahr sein. Eine Niederlage im Sieg. Oder so ähnlich. So, das ist Kapitel 14, aber das werden wir erst im nächsten Part beginnen. Wir gehen jetzt erstmal zum Hauptquartier. Wir geben unser Zeugs aus. Diesmal geben wir auch mal Geld für die Panzer aus. Ist eigentlich gut, aber nicht Geld letztes Mal ausgegeben haben für die Panzer, weil jetzt haben wir die nicht gebraucht. Ja. Irgendjemand hat auf Alicia geschossen. Verdammt. Darf doch nicht wahr sein. Jetzt steht uns Alicia auch noch weg. Was soll das eigentlich? Das ist voll der Dingens, der Cliffhanger. Ah, wenn ich das Spiel nicht kennen würde, dann wäre ich ganz schön angepisst jetzt auf mich. Also, aus eurer Perspektive. Ugh. Aber ihr nehmt mir schon nicht übel. Nee. So, jetzt haben wir auch Elite Lancer und Sniper. Neues Potenzial für Sniper, Lancer. Können wir uns auch mal angucken, ja. Und Elite, und wir haben nichts bekommen. Ihr seid Elite und habt nichts bekommen. Gut. So, Potential. Unten stehen die Potentials für Dingens. Nee. Ja doch. Unten stehen immer. Die untersten vier sind immer die Potenziale für die Klassen und die oberen sind für einzelne Personen immer.
Und wir haben jetzt jeweils zwei Dinger. Ah ne, er hängt von der Klasse ab, glaube ich. So, die Lancer haben jetzt Double Tank Damage bekommen. Alle, okay. Ich weiß alle, die ich jetzt habe. Super Damage. Ups, Entschuldigung. Ich habe Mikro bekommen. Und ja. Das sind alles nur positive Sachen, aber die persönlichen Sachen können auch negativ sein. Zum Beispiel Darksonator. Wenn der Typ mit Darksons in einer Gruppe kämpft, dann kriegt er, glaube ich, Dingens. Werte runter, was weiß ich. So, könnten die Ingenieure aufleveln, aber lass mal erstmal. Guck mal, ob ich was hier bekommen kann. Von dem alten Mann, der uns mal Tipps gibt. Wir haben jetzt genug Geld, hoffentlich. Falls er was beibringen kann. Hoffentlich. I'll teach you awaken all. この order は兵たち全員の中に眠る能力を目覚めさせるよう呼びかけるものだ。Ein natürliches Potenzial kann freigelegt werden im gesamten Squad. Meinetwegen. ではまた。Okay. Hat uns ja was beigebracht, gut. Müssen wir mal ein Skirmish oder so benutzen. Aber jetzt sind wir mitten in der Schlacht von Nagia, deswegen tue ich jetzt bestimmt nicht ein Skirmish machen. Das wäre ja gar merkwürdig. So, Edelweiß oder Shamrock. Nein. So, hier, mein Gott. Warte mal hier. Frame Sample, Body HP. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, so viel brauche ich eigentlich gar nicht hier aufleveln. So, Shamrock. Haben wir erstmal die Fußsoldaten irgendwie wichtiger. Auch keine permanenten Sachen. Firepower Boost. Flame Intensiver Dingens. Für Flammenwerfer, natürlich, warum nicht? Flammenwerfer Schaden brauche ich immer. Ja, Shamrock, so dann zwei Fußsoldaten ballern. Den haben wir schon letztens. Macht Sinn, dass wir jetzt nicht weiter hochleveln können. So nehmen wir Firepower. Nehmen wir Firepower. Catching. Wow. War eine Veränderung. So, mein Gott. Enchained Mortar, das ist gegen Personen, was ich richtig verblöd finde. Accuracy, ja, ah, jawohl. 24.000. Kaching, mein Gott, jetzt verändern die sich auch noch alle. Effekt brauchen wir nicht. Granaten, geil. Wenn sich auch verändert, langsam verändern die sich alle. Oder schon vorletzte, okay. So, was noch? Was nicht? Hier, Firepower. Mein Gott, wie jetzt alle aussehen. So, einige können ja... Einige haben ja so Effektdinger. Edit Effekt auch noch. Hochballern. Wie jetzt aussehen, wie so Monsterdinger. Ich bin noch irgendwas für die Shamrock leisten, so für 5000. Den habe ich so teuer, die Sachen, glaube ich. Jo, perfekt. Din, din, din. Perfekt. Da. Gucken wir mal nach den Waffen noch. Und dann... Ja, genau, Kommandoraum. Wir können mal gucken, ob neue Leute da sind. Nein. Vielleicht mal irgendwelche auswechseln, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Bin mein Squad eigentlich zufrieden. Weiß nicht.
kann man auf Dreieck. Okay. Machen wir mal hier den Vergleich. Ja, passt schon so. Die sind sowieso hier voll episch, die drei. Durch keinen Auswechseln. Aber hier verdingen es ihn nochmal noch als Sniper. Ich habe schon die epischsten Dingens Landentypen. Ja, die kenne ich gar nicht. Kenne ich echt nicht. Die tue ich mal rein. So, wer sagt denn hier von euch? Da dich benutze ich irgendwie nie. Du bist zwar irgendwie der Fanliebling. Oder wohl. Nein, Kevin, dich nicht. Oder weiß nicht. Dich benutze ich irgendwie nicht so gerne. Tu mal dich raus. Na egal. So, dann tun wir mal Nina rein. Kenne ich überhaupt nicht, ganz ehrlich. Jeder hier kommt mir bekannt vor, nur die nicht. Ja, am besten noch einen anderen Scout wieder. Dann soll ich gleich die reinpacken. Also als Fanservice. Na komm, meinetwegen. Egal. So. Wenn man das erledigt. Aber jetzt, wen haben wir jetzt überhaupt rausgenommen? Ich habe schon wieder vergessen. Eine Audienzhalle, da gab es glaube ich auch noch was zu holen. Dann würde ich ja sagen, was hat für heute? Wird 7 Parts auf einmal aufgenommen, das reicht ja wohl. Das war jetzt eigentlich alle so über 20 Minuten. Aber da kann ich wenigstens so jeden Tag ungefähr ein Part hochladen. Sauber, oder? Dum, dum, dum. Geil. Geil. Hier, nimm diese Waffen und befreie damit mein Königreich. Königreich? Ja. Europa. Ja, ist gut. Soll ich die alle ausrüsten auf Screen oder so? Okay. Danke. Danke. Okay, zurück zum Buch. Würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter mit der Schlacht von Nagia. Nehme ich mal. Aber fürs Erste sage ich dann, wir sehen uns in der nächsten Folge. Schaut dann hoffentlich wieder rein. Und ja, ciao.